Hey du, was geht ab? Zurück bei Pokémon DLC, die türkisgrüne Maske. Ich wollte tiefgrüne Maske sagen. Schön, dass du vorbeischaust. Sieh dich nur in Ruhe um. Ich würde gerne was einkaufen. Die Limo kann man hier kaufen. Ich glaube, wir brauchen ein paar Bälle noch. Mit Geld bezahlen. Und Gegengift brauchen wir später bestimmt noch. Komm einfach wieder, wenn du was brauchst. Hör will die. Stadtkinder. Was willst du denn hier? Schafft ein schwächtes Stadtkind wie du überhaupt diesen Hügel rauf? Ich habe mein Reittier. Da muss ich nicht zu Fuß gehen. Halbstarke Kind, tu vor euch heraus. Hunduster! Jetzt ist Zappen Hunduster! Mach die Armstoß. Komm so, mein Platt. Hunduster wurde besiegt. Gladiantri. Das ist sehr effektiv. Mach dich platt. Einmal getroffen. Gladiantri wurde besiegt. Nehm alles zurück, tut mir leid, dass ich dich so unterschätzt habe. Tja, Pampus, mach euch alle platt. Na, Vögel? Weberack. Mal den Funkensprung. Fällt wie wir raten, wenn ich nur so ein zum Funkensprung. Der Bienenmeier. Haben wir den auch schon? Mr. Käfer. Scaraborn haben wir noch nicht. Wollen wir einmal einen Ball drauf werfen, gucken, was passiert. Nope. Die Attacke hat Pamsu verfehlt. Das ist nicht sehr effektiv. Mach mir den Ruckzuck-Hieb. Bobonk. Der Gegner macht wieder 3000 Mal am Armstoß. Scaraborn strengt sich an, um die nächste Attacke zu bestehen. Und ich mache den Ruckzuck-Hieb! In die Fresse, Scaraborn. Scaraborn möchte ich nicht. Warum habe ich die ganze Zeit Pokémon, die ich möchte nicht? Mal den Superball. Ey. Thank you.
Komm, immer weiter. Mach den Superball. Komm, Skarabon, bleib einfach drin. Nein. Nein, Skarabon will nicht. Geh doch. Geh doch, Skarabon, ey. Muss man ja erst schimpfen. Rasaf versucht Kreuzhieb zu lernen. So, machen wir den Geowurf. Registriert. Skarabon kommt in die Kiste. Da gibt es irgendwo einen. Da oben gibt es, auf dem Weg gibt es einen. Alleine kämpfen. Mit Pamso oder mit Pamso geheilt ist. Der Trick. Der Trick. Heil mich einfach mit dem Raid. Raid Pamso Legend. Pamso Legend. Rawr. Mach den Armstoß. Das ist sehr effektiv. Ein Volltreffer. Zweimal getroffen. Armstoß! Armstoß! Fifian wurde besiegt. Oh, Fifian. Oh no. Oh, ich bin besiegt. Ich bin Fifian. Fifi. Fifian wurde gefangen. Möchtest du Fifian einen Spitznamen geben? Nope. Nope. Nup, weg damit. Den haben wir auch schon gefangen. Na sowas. Na sowas. Die Zipurse. Dammhirb. Hey, hey, let's battle. Ich bin gerade wegen einer Lieferung unterwegs zum Kitakami Kulturzentrum. Willst du mich begleiten? Zum KKZ. Takatomo. Lieferant Takatomo setzt Krawallrohr ein. Baum. Leider ist Krawallrohr ein fliegendes Pokémon und fliegende Pokémon. Haben keinen Spaß mit Funksprung. Yeah.
Pamdo. Mit noch ein Krawallro einsetzen. Krawalloro. Der ist gelb. Das ist sehr effektiv. Krawalloro wurde besiegt. Also Staravia ein. Der hat ganz schön viele. Ganz schön viele Dings dabei. Vögel dabei. Aber leider bin ich Pamso und Pamso macht alle platt. Pamso. Ding, 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 ding. Donnerwelle lernen. Donnerwelle macht aber keine Schaden und deswegen lassen wir die einfach Mike. Paparap, 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 paparap. Du bist echt tough. Ich weiß. Retter. Da ist er. Riolu. Riolu. Hältst ihn aus? Der Funksprung, du hältst den Funksprung nicht aus. Riolu, no. Oh, da, Riolu. Ruckzuck hieb. Da. Gefangen. Es hat die eigenartige Fähigkeit, Gefühle wie Freude oder Wut in Wellenform zu sehen. Wellenspiel-Pokémon. Jo. Du bist... Jean... Luke... Ario. Jean-Luc Ario. Jean-Luc Ario wollen wir mit ins Team nehmen. Schlattrasaffel. Und Vulpix möchte nicht. Benimm dich, Vulpix. Vulpix. Vulpix setzt Aussetzer ein. Vulpix wurde gefangen. Registriert. Möchtest du Vulpix einen Namen geben? Ja. What does Vulpix? Nee.
Fuxi. Fuxix. Fuxi. Fuxi. Fuxipix. Fuxifix. Puxipix. In die Box. Bonk. Schön runtergefahren. Wie wäre es mit einer Pause? Du bist hungrig, Jode. Komm, ich teile gerne mit dir, wenn du magst. Dankeschön. Fühlst du dich fit? Leg ruhig eine kurze Pause ein. Okay. Bang, bang, bang. Oho, ein Akademieschüler aus Paldia. Ich baue in meiner Freizeit Stühle, musst du wissen. Aber ich bin mir einfach nicht sicher, welche Art von Stuhl die sich gut fürs Picknick geeignen würde. Würdest du mir vielleicht zeigen, welche Tischtücher du besitzt? Ja, ich habe, glaube ich, nicht so viel. Du zeigst dein Tischtuch. Aha, verstehe. Bei dir gibt es ja ganz andere Designs. Ich versuche mal anhand des Designs, das du mir gezeigt hast, etwas zu schreinern. Flink gesägt, ist halb gezammert an die Arbeit! Das haut dich vom Hocker, was? Als Dank für die Inspiration schenke ich dir diesen Prototypen. Bitteschön. Jetzt mehrere handgefertigte Stuhlsets. Okay. Wenn du ein eigenes neues Tischtuch kriegst, denk doch an mich und zeig es mir, ja? Okie dokie. Bald geht's los. Wir kommen beim Kitakami Kulturzentrum nicht mehr lange und dann beginnt das Maskenfest. Okay. Oho. Das Ei. Das Ei. Oh, da ist er. Der süße kleine Cellast. Aber den Cellast wollen wir auch nicht dabei haben dringend, oder? Wen nehmen wir denn dazu? Mr. Krebs. Wen hatten wir denn vor dabei? Wen hatten wir denn vorher dabei? Fukanus Monomomobum Dartignis. Aber Knarrbohnen nehmen dazu. Feuer haben wir schon eigentlich. Ach, wir hatten Ento, nicht wahr? Wo ist das Entibert? Entibert. Hier steigt bald das Fest. Der Wiederball. Die zweite Info ist gar nicht so leicht zu finden, was? Oh, sorry, so langsam könntest du aber wissen, dass ich früher oder später wieder aufkreuze. Am besten liest du erstmal, was da drauf steht. Oh, der Oni besaß vier sonderbare Masken, die herrlich funkelten. Je nachdem, welche Maske er trug, ergriff eine andere Kraft von... Er besitzt von der Keule, die der Oni schwang.
Setzte er die grüne Maske auf, hauchte er welken Pflanzen neues Leben ein. Trug er die rote Maske, wandelte er das Flämmchen einer Kerze in loderndes Feuer. Fiel seine Wahl auf die blaue Maske, konnte er dem Lauf eines Flusses Einhalt gebieten. Die graue Maske stattete es ihm der Wald, harte Felsen mühelos zu zermalmen. Ehe die drei Gefährten fielen, gelang es ihnen, sich dreier Masken zu brechen und den Unison nahezu seiner ganzen Kraft zu berauben. Na, alles gelesen? Jo. Die von den drei Gefährten geklauten Masken werden übrigens im Kulturzentrum aufbewahrt. Die Leute aus dem Dorf fürchten sich alle vor dem Oni, aber ich finde ihn toll. Er ist stark und cool, außerdem juckt es ihn nicht, dass die Menschen ihn meiden. Ich bewundere ihn schon, seit ich klein bin. Ich wäre auch gern so cool wie der Oni. Aber selbst an der Akademie regelt irgendwie immer Hanna alles für mich. Ich will stärker werden, für mich, damit ich mich selbst um meinen Kram kümmern kann. Nicht immer von anderen abhängig sein, weißt du. Und vielleicht kann ich mich dann sogar mit dem Oni anfreunden. Oh, fast vergessen, wir müssen hier noch ein Foto machen. Mach du das bitte wieder, Lasse. Klar doch. Klar doch. Wow, an dir ist echt ein Fotograf verloren gegangen. Fehlt nur noch die letzte Infotafel. Ach übrigens, der Weg da führt direkt auf den Oniyama. Du weißt schon, der Berg, auf dem der Geschichte nach der Oni leben soll. Wenn du magst, können wir seinem Zuhause einen Besuch ausstatten. Es wird die Schreckenshöhle genannt. Oh ja, unbedingt. Oh, das freut mich. Ich finde es mega, dass du dich auch so für die Oni interessierst. Wenn du dem Weg da folgst, kommst du zum Inferno-Pass. Kurz davor stehen die Schilde, die den Weg zur Schreckenshöhle weisen. Schreckenshöhle. Und diesmal gehe ich aber vor. Ich treffe dich da oben, okay? Sei vorsichtig. Klar doch. Klar doch. Ich bin immer vorsichtig. Und bevor wir da hochsteigen, würde ich sagen, machen wir den Päuschen. Ich sag dir danke. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.